Zu Gast heute hier in Linz im Posthof die Blackout Problems aus München. Danke mir, dass ihr euch Zeit genommen habt dafür. Ihr seid jetzt noch nicht ganz auf der Release-Tour zu eurem neuen Album. Erste Frage, most obvious question für mich, irgendetwas, was ihr gleich hinter euch bringen möchtet? Möchtest du was hinter dich bringen? Ich hab's, den Intro, würde ich sagen, den bringen wir hinter uns und danach gucken wir weiter. Wir sind offen für alles und ehrlich gesagt wollen wir, wir hatten noch nie so krass Bock auf eine Tour wie jetzt, gerade auf die Chaos-Tour. Und das sind jetzt so, wir haben jetzt so zwei kleine erste Vorläufer, wo wir mal so probieren, sozusagen ins Chaos so rein dippen. Das ist jetzt hier in Österreich mit Itchy und nächste Woche fahren wir nach England und spielen dort auch noch Support-Shows und dann spielen wir endlich unsere eigenen Shows. Und ja, ganz ehrlich, wir standen vorhin auf der Bühne, wir haben hier Soundcheck gemacht und wir sind hier gerade im Posthof in Linz und das ist wirklich keine Schleimerei oder irgend so ein Scheiß, sondern das ist wirklich eine der geilsten Locations, die man so bespielen kann als Band, weil einfach alles passt so von der Technik her. Und hier irgendwann mal selber so auf der großen Bühne selber den Dicken zu markieren und zu spielen, das wäre einfach ein wahnsinnig schönes Ding, was ich gerne mal hinter mich bringen wollen würde. Um das zu erreichen, braucht man natürlich eine neue Platte. Chaos, bleiben wir gleich mit meinem Titeltrack. Sweet Sweet Chaos, wie ich mir das erste Mal angehört habe, hat das sehr Post-Rock-affin geklungen. Und generell die ganze Platte scheint ein bisschen, als wenn ihr sehr, sehr viele musikalische Richtungen umspannen möchtet. War das so geplant auch, möglichst viel und möglichst breit aufzutreten im Vergleich zur letzten Platte Holy zum Beispiel? Ja, wir sind nicht so die großen Plänemacher. Also wir haben da jetzt auch nicht so den krassen Masterplan gehabt oder so, sondern und ich kann auch so mit dem Genre Post-Rock irgendwie so, ich kann das alles nicht so gut greifen, ich bin da nicht so gut drin, aber ich weiß, wenn sich was richtig und echt anfühlt, so, dann weiß ich, okay, das ist unser Ding. Und so geht das jetzt auch irgendwie, so ist Chaos zustande gekommen. Wir haben einfach gemacht, worauf wir Bock hatten und haben halt möglichst alles ausprobiert. Das Einzige, was wir uns eben so gesagt haben, war, dass wir alles mal, wir wollen einfach mal gucken, wo schwimmen wir jetzt so hin, weil wir sind auch eine junge Band, so schätze ich uns zumindest ein. Wir haben zwar schon viel gespielt und haben viel Erfahrung gesammelt, aber wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir hinwollen. Und warum sollten wir uns jetzt irgendwelche Gewichte an die Füße machen, die uns sagen, wo wir hingehen sollen, sondern wir wollen gerade frei sein und wollen gerade wirklich machen, worauf wir Bock haben. Und die nächste Platte wird hoffentlich vielleicht kommen, man weiß es ja nie, aber wenn sie kommt, dann wird sie hoffentlich wieder so frei. Und von Holy zu Chaos war es ein guter Schritt und das Schöne ist, dass ganz viele Leute mitgegangen sind. Ja, also viele Leute haben uns gesagt, dass sie das gut finden, dass wir das machen und das werden wir auch beibehalten. Eine Frage, die ihr wahrscheinlich sehr, sehr oft gestellt bekommt, würdet ihr euch als politische Band sehen? Ja, ich würde sagen, dass so gut wie alles, was man heutzutage macht im Privaten, ist auch irgendwo politisch orientiert. Leider kriegt das Ganze so ein bisschen Ausmaße, die schon teilweise etwas zu krass sind. Beispielsweise, also blödes Beispiel, aber da postet irgendein B-Promi ein Bild, wie er an seinem Grill steht und einen Maiskolben grillt, dann regt sich die Hälfte auf, es ist doch politisch korrekt, das zu machen. Die andere Hälfte regt sich auf, es ist politisch unkorrekt, er muss doch Fleisch essen. Die nächste Welle regt sich auf, weil er vergessen hat, die Plastikschale wegzumachen von seinem... also es ist alles so... Gerade ist Politik so unfassbar dringlich und es ist sehr, sehr gut. Man muss sich nur auf die wahren Dinge konzentrieren und man darf einfach heutzutage nicht weggucken. Man muss heutzutage mal gucken, hey, wir sitzen gerade hier in Österreich, wir haben hier eine Partei an dritter Stelle, die unfassbar falsch ist an der Stelle, an der sie gerade ist. Wir sind in Deutschland gerade mit der AfD, mit einer Partei konfrontiert, die heute, bevor wir losgefahren sind, ganz 500 Meter von meiner WG entfernt, hat die einen Stand aufgebaut und haben heute Wahlkampf dort betrieben. Und ich wohne direkt neben einer Moschee in meinem Viertel, in dem ich wohne. Da wohnen so viele Ausländer, so viele Deutsche mit Migrationshintergrund. Und es ist so falsch, dass diese Leute da sind und dort einen Wahlkampf betreiben, weil die einfach, die haben nichts im Landtag verloren. So. Weil du erst angesprochen hast, man muss wieder back to topic kommen. Auch als Band oder als Kunstschaffende generell den Eindruck, dass das Ganze heute schon mehr auf emotionaler Ebene passiert und die Musik eigentlich gar nicht mehr das Wichtigste ist im Schaffen einer Band?
Doch, zumindest in der Außenwahrnehmung. Ich glaube, dass Musik das absolut Wichtigste ist. Und ich glaube, dass der Rest, der kommt dann noch so on top. Aber das Gesamtpaket muss irgendwo stimmig sein. Aber ich glaube, Musik ist ganz bestimmt das Wichtigste. Was sagst du? Ey, absolut. Also wir machen ja auch nichts anderes. Beziehungsweise für uns persönlich im Privaten als auch ist Musik einfach das Wichtigste, wie man unsere Gefühle ausdrücken kann oder uns selbst einfach ausdrücken. Und ja, es hat sehr emotional für uns Musik. Stichwort emotional. Das Emotionalste, was man als Band dann machen kann, ist natürlich die Platte. Bleiben wir bei Chaos. Man ist ja oft selbst sein schwerster Kritiker. Das wird wahrscheinlich auch bei euch bis zu einem gewissen Grad sicher zutreffen. Gibt es etwas auf Chaos, wo ihr sagt im Nachhinein, jetzt kurz nachdem die Platte dann heraus ist, dass ihr anders gemacht hättet? Ich bin sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen, ohne dass das arrogant rüberkommen soll, aber was sagst du? Ey, ich würde auf Chaos nichts anders machen. Wir haben da so viel reingesteckt, was in uns gebrodelt hat, so, und wir haben 2 Jahre daran geschrieben, und ich glaube, es wäre total falsch zu sagen, ey, ich würde da etwas anders machen. Eine Platte ist ja immer eine Momentaufnahme, und man könnte einfach sagen, hey, zu dem Moment haben wir das halt so gefühlt, und wenn wir jetzt was anderes machen wollen, dann machen wir es halt bei der nächsten anders, so, und so denken. Was immer sehr, sehr spaßig ist, zumindest von außen zu beurteilen, in Deutschland spielt ihr auf großen Festivalbühnen, und sobald Bands aus eurem Genre, aus eurem Dunstkreis, wenn man es so bezeichnen möchte, dann nach Österreich kommen, dann ist es eher wieder so Back to the Roots in kleinen Clubs. Ist das auch eure Wahrnehmung, dass es gerade für Bands aus eurem Genre oder generell aus dem Alternative-Genre, dass es schwerer ist, die Grenze von Österreich nach Deutschland zu überwinden? Ich glaube, es ist schwer, aber ich glaube, es ist nicht unmöglich. Und ich glaube, wir haben schon hart zu kämpfen in Österreich, wirklich. Dass Leute kommen, aber wir haben da auch Bock drauf. Also wir wollen irgendwie Österreich nicht wegfallen lassen. Wir haben jetzt wieder, wir planen wieder neue Konzerte hier. Wir spielen jetzt im November in Wien und wir wollen danach wiederkommen. Und irgendwie haben wir keinen Bock, das fallen zu lassen, weil auch wenn es nicht so viele sind, wie in Deutschland kommen, oder auch wenn so die, in Deutschland ging es halt relativ, es war eine schöne Entwicklung da und die war in Österreich jetzt nicht so da, aber es heißt nichts. So, das kommt vielleicht noch, und wir glauben schon dran, dass irgendwann muss es kommen, irgendwann werdet ihr uns hier nicht mehr los. Warum glaubt ihr eigentlich, dass ihr in Deutschland so schnell, so steil gehen konntet? Wenn man anschaut, im Underground gibt es zig Bands, die in die Richtung gehen, die ihr geht, und doch verhältnismäßig wenige, die dann so schnell einen Aufstieg schaffen, wie es ihr geschafft habt. Was war für euch persönlich das Ausschlaggebende dafür? Ich habe das jahrelang als Außenstehender betrachtet, weil ich bin ja erst seit 2,5 Jahren in der Band. Ich war davor, bin ich mit den Jungs mitgefahren und habe die Shirts verkauft, und ich habe halt von außen, habe ich das Blackout-Thema halt einfach so betrachtet, und was mir halt einfach aufgefallen ist, und zwar die Jungs haben einfach alles gespielt, und zwar überall. Die sind für 30 Euro nach Hamburg gefahren und haben da 20 Minuten gespielt und sind am nächsten Tag wieder zurückgefahren. So, und das halt jedes scheiß Wochenende. So, egal wo, es wurde halt gespielt, gespielt, gespielt und gespielt. Und ja, wie siehst du das? Also wir machen nichts anderes als spielen. Ich sehe das alles gar nicht so. Also ich sehe das nicht so als so eine riesige, als wäre da jetzt irgendwas anders gewesen. Ich habe oft das Gefühl, jeder, der zum Konzert kommt, den haben wir irgendwo kennengelernt und den haben wir irgendwo abgeholt. Und weil wir einfach viel gespielt haben, und deswegen, ich weiß nicht, aber man selber ist da ja auch immer so ein bisschen betriebsblind, und man merkt dann auch einfach auch teilweise manche Dinge gar nicht so, wie die in der Außenwahrnehmung klarkommen. Und in meiner Innenwahrnehmung ist es für mich so einfach, dass ich denke, ja, wir machen Musik wie schon immer, und wenn wir uns verspielen, dann ärgern wir uns, und wenn wir was gut machen, dann freuen wir uns und fertig. Das hast du gerade angesprochen, viel spielen auf jeder dritten Stadt wahrscheinlich gefühlt gespielt zu haben in Deutschland, für eine Tankladung nach Hamburg und Retour fahren. Wie viel Prostitution braucht Kunst dann eigentlich? Puh, das ist eine gute Frage. Wir hätten es nicht machen müssen. So, wir hätten es nicht machen müssen. Wir wollten unsere Musik spielen, und wir wollten sie überall spielen. Wir wollten sie nicht nur in unserem Heimatkaff spielen oder so. Wir wollten unbedingt 2 Dinge schaffen. Wir wollten mit der Musik irgendwo hinkommen. Wir haben es schon geschafft, durch unsere Banden zum Beispiel nach Russland zu fahren oder in die Ukraine oder nach Kasachstan. An Orte,
die abgefahren sind, wo ich mir niemals gedacht hätte, dass wir da hinkommen und vielleicht auch nicht privat hinkommen, aber wir machen es ja dann im Freundeskreis und das ist ja, wir machen nicht Musik, um Geld zu verdienen, sondern wir haben halt unsere Gang und mit der fahren wir los und dass wir jetzt damit Geld verdienen, das ist halt, ich denke mir immer wieder, das ist ein wahnsinnig glücklicher Zufall, dass es so ist, aber es müsste nicht so sein. Wenn wir übermorgen sagen würden, wir lösen das ganze Ding auf, dann wären wir immer noch Freunde und dann würden wir wahrscheinlich immer noch am Wochenende irgendwo hinfahren und vielleicht würde irgendjemand seine Gitarre mitnehmen und dann wäre es im Endeffekt auch nichts anderes. So. Also ist Blackout Problems bis zu einem gewissen Grad auch Therapie für den Freundeskreis bei euch? Oder? Ich würde sagen, es ist eine Möglichkeit für den Freundeskreis. Ich würde gar nicht sagen, dass es also nur Therapie. Therapie ist es vor allem für uns vier, die da so ihr Ding machen. Aber nee, stimmt gar nicht. Es ist auch für die anderen Leute, die mitkommen, für unsere Crew, für unsere Freunde, ist es eigentlich, glaube ich, auch eine gute Therapie. Weil, also, wir sind schon gemeinsam. Wir sind, wenn wir losfahren, sind wir meistens 8 Leute. Heute sind wir zu 6. Und wir haben schon so viele Dinge zusammen erlebt und so viele Dinge durchgestanden. So viele Trennungen, Todesfälle und was weiß ich, was wir alle, wo wir immer füreinander da sind. Und dann setzt man sich im Bus und man ist füreinander da und die Welt ist wieder gut für den Moment so. Absolut. Das hast du angesprochen, nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich von München bis Novosibirsk auch gespielt insgesamt schon. Wenn ihr jetzt in den Osten fahrt oder in Gegenden oder in Länder, die ihr jetzt nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell nicht so kennt, wie neu ist die Erfahrung eigentlich auf der Bühne als Musiker, wenn man in ein fremdes Land kommt, fühlt man sich dann genauso fremd oder fühlt man sich dann, eben weil man etwas macht, Musik in einem Live-Club zum Beispiel, gleich mal irgendwie zu Hause, weil es eigentlich alles selber ist? Ja, es ist ein bisschen Grad natürlich. Ja, es ist eine sehr interessante Frage. Das weiteste Konzert von zu Hause weg haben wir in Kasachstan gespielt und wir haben wirklich kein Wort von den Menschen verstanden, wenn sie in ihrer Landessprache gesprochen haben. Wir wussten so wenig über dieses Land. Wir sind da aus dem Flugzeug gepurzelt und waren dann irgendwie dort. Und während wir gespielt haben, haben wir voll gemerkt, dass wir haben so unsere eigene Energie, die bei uns entsteht, wenn wir spielen, und die schwappt aufs Publikum manchmal über, manchmal nicht. Und dort hat es funktioniert und es war so, in dem Moment waren wir uns alle total verbunden, weil wir haben gemerkt, die haben getanzt und die waren irgendwie da so am Start und dann gibt es keinen Unterschied. Ich mache prinzipiell generell keinen Unterschied zwischen Menschen, egal wo sie herkommen, egal wie sie aussehen, aber man merkt, dass man manchmal Barrieren hat und die sind halt irgendwo durch unser bürgerliches Leben wahrscheinlich irgendwo entstanden. Und es ist klar, dass man manche Sprachen nicht versteht. Man kann nicht jede Sprache kennen, aber diese Barriere war auf einmal weg. Und wir waren so auf einer Wellenlänge und auf einer Augenhöhe mit den Menschen. Das war total schön. Dann kommen wir kurz mal zum Abschluss von diesem Interview. Gibt es etwas, was Blackout Problems für euch nicht sein sollte? Es sollte niemals ein reiner Job sein, finde ich. Er überlegt. Ich wollte noch zu vorhin sagen, sorry, dass ich mich so in Rage geredet habe, aber zurzeit ist es wirklich so, dass es mich nerven, so viele Dinge, so krass, und ich finde es so traurig und ich finde, wenn man die Chance hat, dass da eine Kamera läuft und man ein Mikro in der Hand hat, dann muss man auch was sagen, wenn man eine Meinung hat. Und deswegen, um deine Frage von vorhin auch wirklich nochmal auf den Punkt zu bringen, ich würde uns nicht als die politischste Band der Welt einschätzen, aber ich würde uns einschätzen als eine Band, die eine Meinung hat. Und das, finde ich, sollte die Band auch zu einem gewissen Grad auch bleiben. Das nehmen wir mal als Schlusswort. Danke für das Interview. Viel Spaß dann nachher auf der Bühne. Dankeschön. Beziehungsweise auch dann ab November auf Tour in Deutschland. Wir sind in Wien am 16. November. Am 16. November. In Chelsea für alle Interessierten. Ja, kommt ins Chelsea. Dann danke sehr. Dankeschön.